Hallo, hier ist der Diebstahl. Willkommen zurück zu Primal Hunt, zur dritten Predalien-Mission. Mission als freier Fall, und in der letzten Mission waren wir ein Chestbuster und haben uns versteckt. Und wollte sozusagen, sind halt aus dem Predator geschlüpft, den wir in der ersten Mission halt gefacehackt haben, und dann ja, sind wir halt in den Kapseln gewesen, sind halt einfach abgehauen und haben uns in der Leichenhalle versteckt, und da sind jetzt zur Drohne herangewachsen. Ja, ich war aber erst mit dem Rücken, muss ich sofort den ersten Gegner töten, weil wir gleich angegriffen werden. Aus der letzten Cutscene der Typ. Deswegen weiter spielen und töten. Geht doch. So, jetzt sind wir am Anfang der Mission direkt. Jetzt Leichenhalle, wo wir hier halt uns geäutet haben. Wollen wir hier interessieren, würde. Sind wir einfach, wachsen wir einfach so ratzfatz direkt zur Drohne heran, oder wie sieht das bei Aliens aus? Weil bei Alien, beim ersten Film, war das so ein paar Stunden nicht gedauert, hat er nicht ein paar Mal gehäutet unterwegs, hier, nur unsere Haut, die kleine, und dann war es das. Wie beim Hauptspiel war das auch schon so, aber ist das wirklich so? Gute Frage. Ja, direkt am Anfang der Mission, das heißt, Missionsziele gibt's, und es gibt einen Text zu lesen. Welland Yutani, also Nachbesprechung, der Vorfall, Anon J, Sicherheitsloks, 22. September, 20.40 Uhr. Trotz wiederholter Versuche reagierte das Notsystem von Kapsel 5 auf keine unserer Anfragen. Wir müssen daher annehmen, dass es durch eine der Explosionen nach dem Bruch beschädigt wurde. Uns bleibt nur noch eine Möglichkeit. Wir müssen Teams hinschicken, die das System manuell aktivieren. Mit etwas Glück können sie noch ein paar Überlebende mitbringen. Falls dort überhaupt noch jemand lebt. Missionsziel, fliehen Sie. Ja, unsere Mission, wie gesagt, dass das Notsystem nicht mehr reagiert auf Kapsel 5, weil hier auf einmal unsere Kontrolle gerät. Ich weiß gar nicht, wir sind dafür gar nicht verantwortlich. Der Predator auch nicht, ich weiß nicht. Einfach nur defekt offenbar, wie es aussieht. Es kommt durch den Xenomorph-Angriff, kann natürlich sein, weil wir sind ja nicht alleine hier. Mit uns sind ein paar, muss ich jetzt überhaupt hier hin? Das ist eine gute Frage. Mit uns sind ein paar Xenomorphe hier. Xenomorphe sind sie auch hier auf der Station. Auch von Kapsel mit dem Predator. Ja, immer sagen, muss ich jetzt hier lang. Was ist das denn da? Was ist das denn? Ja. Was zum. Was denn? Okay. Aha. Jetzt hier geht's nicht weiter. Nach oben geht's. Was war das denn jetzt? Was krabbelt denn hier? Ach, diese Viecher hier. Kommt mir bekannt vor. Erinnert mich irgendwie an diesen Raum aus dem Hauptspiel. Sah genauso aus. Da war so derselbe. Ne, war es aber nicht derselbe. Event. Elektronische Kontrolle. Was heißt Duct? Ich weiß es gar nicht. Ist mir jetzt entfallen, was die Duct heißt. Duct Tape, ich weiß gar nicht mehr, was das heißt. Was ist mir entfallen? Ist ja auch egal. Irgendwas Elektronisches haben wir. Irgendeine Kontrollstation haben wir jetzt kaputt gemacht. Jetzt geht's wahrscheinlich zur anderen Seite. Oder so. Ja. Wollen wir mal gucken. Was haben wir denn hier? Aha. Ich komme nur durch. Sentigans. Hier geht's nicht raus. Hier nochmal zurück oder was? Jetzt hier lang, hier hoch. Gerade hier ein bisschen rum. So. Ja, die Kampagne ist übrigens sehr kurz. Das ist euch auch aufgefallen. Wir sind in der dritten Mission jetzt. Nach immer einer Stunde. Ich wundere mich auch, warum die wieder so kurz ist. Beim Hauptspiel auch schon so kurz, die Kampagne. Warum, weiß ich nicht. Offenbar fällt denen keine gute Story ein oder so. Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, da lang. Also, kein blasses Schimmer, warum die auch so kurz ist. Oh,
gibt kaum Lebensenergie hier, hört mir auf. Da ist ein Ventilator, da kommen wir bestimmt nicht durch. Komm mal wo. Was zum. Hängen geblieben. Na, ich würde sagen, da kommen wir nicht durch, nein. Okay, müssen wir mal gucken. Ist hier irgendwo. Ist euch irgendwas? Ach, mal gucken. Wir suchen wieder rum hier. Ah. So, hochklettern. Ja, vielleicht ist ja die Kampagne ja einfach länger. Die Mission länger. Weil das Ding ist ja immer in die Pudellen-Kampagne, ne? Also müssen wir ein bisschen als Pudellen auch spielen. Nicht, dass sie allgemein so kurz ist, dann hätte man die auch gleich Alien-Kampagne nennen können. Oh, ach hier. Ja? Oder nicht? Doch. So, jetzt geht's hier weiter. Mal abspeichern. Hängen geblieben in der Wand. Clipping-Fehler. Clipping-Fehler. So. Der tat weh. Oh, der tat doch weh. Er bringt kaum Energie. Ja. Bringt doch überhaupt Energie? Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht mehr auch nicht. Ach ja, so. Ja. Was ist das denn da oben? Zoom-Hobby. Was habe ich als Pudel eigentlich für besondere Eigenschaften? Habe ich überhaupt Eigenschaften hier? Momentan habe ich nur mal eine Alien-Attacke. Und diese komischen Beißerchen, mehr habe ich auch nicht. Also. Zoom habe ich nicht. Sichtmodus habe ich auch nicht, außer den normalen. Also irgendwie spielt sich das genauso wie eine normale Drohne. Dachte ich, könnte hier Selbstheilung oder so, weiß ich schon. Unmöglich, ja. Selbstheilungs-Alien. Kann sich alles geben, obwohl, ne, das Pedellen wahrscheinlich nicht. Der nimmt ja auch nur seinen Arm da, seine Ausrüstung da. So, mal gucken, jetzt laufen wir mal hier lang, gucken, wo wir landen. Okay. We're falling back to Bio 2. Richter's team's got the relic locked in. About time. I was getting tired of turning over dead bugs. Okay, Missionsziel aktualisiert. Suchen das Artefakt und bringen sie zum Nest zurück. Ah, also ein Artefakt also bergen. Ja, Richter ist auch wieder so ein Name, der erwähnt wurde im Hauptspiel in den Nachrichten. Also gibt gewisse Wiedersehen mit ein paar Leuten. Sentry Gun Kontrolle, Sentry Gun deaktiviert, oder Sentry Guns aktiviert. Hier jetzt nicht runter, okay. So, sieht lustig aus, wenn da diese vier Zähne herkommen, aber ja, aber das ist das Einzige, was das unterschiedlich ist, war. Man hält einfach mehr aus. Kann natürlich auch sein, dass der Pedellen viel aushält. Müsste er ja eigentlich. Kommt was. Hier so ein scheiß Vieh. Au, oh, das hat doch weh. Einfach die Sauerei hier, ey. So. Oh, was hast du denn da? Daneben, scheiße. Hätte das schief gehen können. Hätte auch schief gehen können. Oh ja. Aber er bringt kaum Lebensenergie hier, weil der so hart zuhaut. Obwohl noch ein bisschen ist er wieder gestiegen. Das merkt man ja, wenn die halt so relativ niedrig ist, sieht man das ja am ehesten. Oh, ist hier noch was? Nee, hier würde ich sagen, hier geht's weiter. Oh, hier. Oh, ihr Idiot. Ich hab mein eigenes Alien
Oh, ja, ich will weggerissen. Ja, im 22. würde ich sagen. Okay, warte, ich hab's. Zum Glück gibt's hier kein. Zum Glück werde ich nicht von einer Königin dafür bestraft. Wäre ganz übel. Wäre ganz übel, wenn das passieren würde. Okay, jetzt sind wir hier. Was ist das hier? Da. Geht jetzt weiter? Da ist eine Sackgasse, okay. So, warte mal. Wo bin ich jetzt hier eigentlich? Ach so, warte mal. Ach da, Ah ja, genau. Jetzt von mir, jetzt hab ich mich richtig orientiert. So, ihre Team verloren eben kurz. Rennen wir hier irgendwie durch die Schächte hier, wie es mal als Alien gehört. Ja, hier sollten wir mal Wandlauf aktivieren. Wo denn? Wo? Wo da? Da sind sie. Combat Positions, jawohl. Papa. Security System wurde umgangen. Das Sicherheitssystem wurde umgangen. Mutter wartet auf Befehle. Wie muss eigentlich Bordcomputer Mutter? Wie nennt man eigentlich einen Computer? Das sind Computer Mutter. Weil die alles weiß oder was? Mami weiß alles? Ist das doch gar nicht. Wo komme ich her? Ach, jetzt bin ich hier. Oh, bin ich hier oben in der Dingens. Okay. So, nächstes Level. Oh, ist das für ein Ende? Wäre natürlich enttäuschend. Kein Endgegner, nix. Mal gucken. Nein, es geht weiter. Okay. Werner Tutani, Einsatz Nachbesprechung, der Vorfall. Anhang M. Welcome Aufzeichnungen. Chekov ist mit zwei Teams in Kapsel 5 eingedrungen, um den Predator und seine Beute zu finden. Die glauben vielleicht, sie jagen uns. Aber ich möchte sie zuerst finden. Die Bergung des Artefakts ist zweitrangig. Die Eilen bieten sind in erster Linie auf Rache aus. Ja, Welcome macht wieder seine eigene Racheaktion. Ja, Missionsziele haben sich nicht geändert. Immer noch fliehen sie und suchen sie das Artefakt und bringen sie es zum Nest zurück. Ja, er will also. Na, Welcome zerlegen wir hier nicht in dem Spiel. Das wissen wir ja auch. Das Spannungsmoment ist ja schon im Armer. Ach ja. Weil ich es bei am besten mal ab hier. Weil ich es noch nicht gemacht habe. Und muss ich im letzten Abschnitt anfangen. So, mal gucken wir mal hier. Hallo? Falle. Vorsicht, Falle. Snapper, Snapper, Bauernfänger, ne? Wie ist das? Vorsicht, Falle, ja. Woll. Okay, muss ich das irgendwie anders machen. Toll, alles im Arsch. Oh, mit Fels 5 oder so. Soll ich das Ganze... Ja, das konnte nicht funktionieren. Also, es war ja klar, ne? Es war jetzt logisch. Also, das war jetzt irgendwie klar. Ich muss da irgendwie einfach. Oh, ich wäre fast runtergefallen. So, mal warte jetzt mal auf diesen Typen und fall mich auf ihn drauf. Ja, das klappt noch nicht so, wie ich mir das vorstelle. Das war falsch. Das war. Er war.
Naja, ein paar hell, bisschen hell haben wir ja noch. Da hinten. Komm her. Der ballert mich einfach dazu brei, der Typ. Komm her. Huhu. Naja, okay. Ich hab. Also, ah, hinter mir, ja, hinter mir, ich weiß. Orientierung verloren. Wunder, da ist er.